Hi Leute, so, neues Cam-Setup. Hier steht normalerweise meine Kamera. Jetzt habe ich schon 3 Videos gedreht und die ist leider leer. Ich glaube, ich brauche einen Ersatzakku. So, da drüben ist mein Fahrrad. Hier ist die Stelle, wo ich sonst meine Videos drehe. Wie man sehen kann. Hier liegt schon mein Regenponcho. Immer diese Unordnung. Mein Pistolengürtel, so heißt das Ding leider. Mit der Scheide von einem Martini-Messer, Bungee-Cords, meine neue Tab, die stelle ich euch später mal vor, mein Opinel-Küchenmesser. Was es mit diesen Clipsen auf sich hat, das zeige ich auch in einem anderen Video, aber ich zeige es mal kurz hier. Damit habe ich hier oben die Tab festgeklemmt. Das sind diese Bungee-Cords. So. Hier oben festgebunden. Hier ein paar improvisierte Heringe. Hinten sind die zwar auch mit provisierten Heringen befestigt, aber ich habe dann zur weiteren Stabilität ein paar schwere Äste draufgelegt. So, und hier ist ein Rucksack, den ich im anderen Video vorgestellt habe. Ha! Was es hiermit auf sich hat, dieser blauen Schnur, der habe ich vorhin hier auf dem Waldweg gefunden. Ja, ich danke dem, der es weggeworfen hat. Brauche ich nicht zu kaufen. Und hier, wie gesagt, schon öfters gezeigt, diese simple Laubhütte, was das sein soll, die wohl irgendwelche Kinder mal gebaut haben. Gut, gehen wir weiter. So sieht das von der Seite aus. Da haben wir dann meinen Notkocher, auf dem ich mir jetzt Kaffeewasser heiß mache. Und darin werde ich mir gleich meine Spargelreissuppe kochen. Da haben wir eine Barcola-Blender, eine Rolle Banklein, eine Filmdose mit Kaffee, mein Titansborg, mein Diamantschleifer. Jetzt hat er da Thermometer. 18 Grad und 72% relative Luftfeuchtigkeit. Ja, hier mein Schlafplatz. Den werdet ihr aber nachher noch in einem anderen Video sehen. Oder ja, morgen vielleicht. Ja, ich hatte diese Zeltplane ursprünglich da drüben festgemacht, aber ich dachte mir dann doch, holst du sie hier hin, da wo du sonst die Videos drehst. Hier ist die Stelle zum Beispiel, wo ich das Frühstücksvideo gedreht habe. Ja, jetzt gibt es erstmal Kaffee und Kuchen, hätte ich fast gesagt. Aber jetzt gibt es gleich erstmal Kaffee und eine Spargelsuppe. Und dann warte ich schon, dass der Kaffee fertig wird. Ob ich zu hinkriege. Ist ja eigentlich doch relativ gemütlich hier drin. Kann man nicht meckern. Ah, schön. Ich könnte das auch ein bisschen straffen. Könnte ich mich weiter reinlegen. Aber im Augenblick sehe ich dann noch keinen Bedarf für. Guck mal, was der Kaffeewasser macht. Ich möchte mir eigentlich schon mal meinen Kaffee einfüllen. So ein bisschen. Ich mag meinen Kaffee ein bisschen stark. Noch ein bisschen. Die Matte hatte ich auch in einem anderen Video vorgestellt. Das ist eigentlich ein Schneidebrett von Ikea.
aber so beweglich, dass man das eigentlich für viele Sachen benutzen kann. Aber das stelle ich in einem anderen Video auch noch vor. Ja, Kaffeewasser kocht. Da können wir es ja eigentlich wieder runternehmen, ne? So, was steht denn da drauf? Guter halber Liter. Ah, guter halber Liter. Gut, dass die Tasse... Kannst du nicht sehen, oder? Doch. Dass man das darin abmessen kann. Die... Ja... Ist aus dem Set von David Canterbury's Pathfinder Store. Ja, 1 Liter Flasche mit dieser Tasse, die eignet sich sehr gut zum Kochen. Ich würde jetzt mal einfüllen und mache die Kamera mal aus, oder vielmehr, ich muss das gerade mit dem Handy filmen, da leider meine Kamera leer ist. Das ist typisch für mich. Na gut, ich leg mal los. So, Wasser ist eingefüllt. Wir warten aufs Christkind. Das Wasser kocht zwar noch nicht, aber in der Anleitung steht noch nicht drin, dass man das, dass das Wasser kochen muss. Also tue ich es einfach rein. Und rühre ein bisschen um. Also riechen tut das schon mal sehr lecker. Steht der noch drauf? Bei mittlerer Hitze ohne Deckel 7 Minuten kochen. Nach dem Kochen eventuell etwas Butter dazugeben. Ja, bestimmt nicht. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Der steht schon ein paar Minuten hier. Prost. Cowboy-Kaffee. Ja, sieht doch mal nicht schlecht aus. Wir sind fertig gerührt. Bisschen was von dem von der Flüssigkeit probieren. Oh, sehr lecker. Also für einen Dr. Lange, wo habe ich das denn gekauft? War das ein Kaufland oder ein Lidl? Im Prinzip ist das auch eigentlich egal, weil Lidl und Kaufland ist die gleiche Firma. Also mal gucken auf der Webseite von kaufland.de. Wer der Inhaber vom Kaufland ist, das ist die Firma Lidl und Schwarz aus Neckarsulm. Dr. Lange hat das produziert in Düsseldorf. Da ich die Firma Lange auch schon früher mal beliefert habe als Kraftfahrer, weiß ich, dass Dr. Lange eigentlich Zamek ist. Also Zamek Brühwürfel und so, das dürfte noch bekannt sein. Also es ist eigentlich nicht so ein wirklicher Müll, wie man das vielleicht glauben mag, wenn man das so sieht. 79 Cent. Und für den Wald ruckzuck 2 Portionen, 2 Personen. Außer man ist so verfressen wie ich. So.
diese Krähe da hinten geht mir zierlich auf den Sack. Naja, gut. Irgendwann mal komme ich mit der Slingshot hier hin. Ist wohl, glaube ich, nicht erlaubt. Ja. Troisdorfer Wald. Einfach schön. So, wie man sehen kann, der Reis ist schon kräftig am Kochen. Das ist Reiswasser oder. Ja. Aber die Schweizer sind schon pfiffige Kerlchen, wenn die so einen schönen Notkocher gebaut haben. Also der macht wirklich kräftig Gas hier. Und riechen tut das echt klasse. Übrigens, diese Tasse hier, die habe ich von der Firma Meru. Passt da rein. 200 Milliliter. Hat gekostet, ich glaube, 2,59 Euro. Das ist Edelstahl. Also für eine Tasse Kaffee zwischendurch hier im Wald und so ist das echt nicht verkehrt. So, der Reis ist fertig. Werde ich mal den Notkocher zumachen. Und ich habe mein Multitool vergessen. Unfassbar. Ich setze das mal hier drauf. Ach, Bremen. Dann machen wir das anders. So, Schlüsselbus. Notkocher aus. So. Der Reis ist fertig. Schön sämig. Jetzt will ich mal gucken, dass ich was machen kann, damit ich wenigstens mich ein bisschen hier im Video mit drauf habe. Jetzt nehme ich einer von den drei Stämmen, die ich gefunden habe. Dann gucke ich mal, ob sich daraus nicht ein Notbehelfstativ zaubern lässt. Nicht so einfach. Aber scheint zu funktionieren. Tja, Leute. Sollte eigentlich ein komplettes Video werden mit Stativ und Kamera. Hat nicht funktioniert. Meine Kamera. Ich brauche da dringend ein zweites Akku für. So. Lass mir jetzt den Reis schmecken. Und dazu den Kaffee, den ich schon zur Hälfte aufgesoffen habe. Ja. 79 Cent. Kaufland oder Lidl, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe schon probiert, ist lecker. Wirklich. Lass das noch ein bisschen abkühlen und leg mich hier ganz gemütlich auf die Decke. Gibt es was Schöneres als im Wald auszuspannen, wenn man so eine richtig beschissene Woche hinter sich hatte? Na gut, heute hatte ich einen richtig guten Tag. Hat man heute nur 9 Stunden gearbeitet. 9 Stunden. Da werden andere auf die Barrikaden gehen. Oder zum Betriebsrat rennen. Für mich ist das normal. So. Scheinbar. Und seit den ersten Drehminuten ist jetzt mittlerweile so eine Stunde, glaube ich, vergangen.
scheinbar hat durch den Notkocher und das Verdunstung von oder der Dampf vom Kochen hier in dem Shelter, das scheinbar wirklich um 1,5 Grad erhöht. Nicht schlecht. Ja, wenn es regnet, kann ich die Plane immer noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen und runter machen. Aber, ja, wie ich sagte, ich weiß ja, dass der Wind und der Regen so, sagen wir mal, 95% aus der Richtung kommen, wo ich die Plane gespannt habe. Von daher, man weiß es aber nicht, wenn man in einem ungewohnten Terrain ist. Da guckt man sich am besten mal so die... Ja, aber man merkt ja, wo der Wind herkommt. Aber hier im Augenblick ist es ein Trost, doch sehr windstill. Hier im Wald. Ist auch mit 21 Grad relativ warm für Ende September. Also kann man halt. 23. Ja, eigentlich wollte ich heute noch ein Video drehen, wie ich meine kaputten Rider Gloves, die ich aus Leder habe, hier mit Bankline und der Segeltuchnadel repariere, aber meine Kamera, die wollte nicht so, wie ich will. Ich habe gemeint, die muss schon Feierabend machen. Ist wohl auch in der Gewerkschaft. Dieses Vieh macht einen Krawall ohne Ende. Ob die schmeckt? Schon kriegt er das alleine gar nicht auf. Guck dir mal was an. Ja. Merkt langsam, wird es Herbst hier. Blätter fallen von den Bäumen. Aber es ist schon schön hier im Wald. Also hier speziell im Großdorfer Wald. Hier ist zwar immer relativ viel los, also auf den Wanderwegen und so, aber jetzt hier mitten im Wald, so die Stelle, die ich hier gefunden habe und so. Also dann, ich habe hier noch nie jemanden gesehen. Außer dieses Drecksvieh da hinten. Unglaublich. Ich hätte meinen Mückenschutz mitbringen sollen. Warum habe ich es denn gekauft? Arthur, der Vergesser. Nicht lecker. Oh, so wie ich das jetzt hier gerade sehe, diese Matte, also dieses Schneidebrett oder Schneidematte, könnte man auch dazu sagen, die ist waschbar bis maximal 50 Grad Celsius, sprich 122 Grad Fahrenheit. Ihr könnt das Ding also in eine Waschmaschine stecken, wenn ihr Lust drauf habt, aber gut, wer braucht's? Ja. Ca. 500 Meter von hier ist ein Ententeich, Weiher, mit Schwänen da drauf und was sich da alles noch so rum dummelt. Das sind diese Kinderstimmen, die man immer hört. Da ist auch ein großer Vogelpark oder ja. Ich glaube, ich zeichne das noch mit auf, wenn ich gleich aus dem Wald rausradel. Dann könnt ihr das sehen. So. Langsam ein bisschen abgekühlt. Kann man also essen. Und wirklich empfehlenswert. Sehr lecker. Der Notkocher, sagen wir mal so, für den Herbst. Weil im Winter, wenn man
und kein trockenes Holz findet. Und nicht gerade, ja, Backwoods oder Duel zum Beispiel spielen will. Kauft euch den, man kann den auch, hat ja auch ein Stöfchen dabei, also hier, was da. Den kann man befüllen mit dieser Brennpaste, die man sonst so benutzt für, ja, für was benutzt man die? Brennpaste. Fondue? Weiß ich nicht. Also wiederverwendbar, wie gesagt. Also ich habe den jetzt schon zweimal nachgefüllt und ich merke da nicht, dass der sich verzieht oder dergleichen. Ja. So, machen Sie die Kamera aus, dann filmen wir das Handy, um noch ein bisschen Platz zu haben, für nachher den Vogelpark zu zeigen. Ja, das ist immer wieder, was mir auffällt hier so, wenn ich mich im Wald befinde, nach der Arbeit. Ich komme da eher zur Ruhe, als wenn ich zu Hause sitze und trinke mir ein Bierchen oder sowas. Also, das habe ich früher gemacht, nach Hause gekommen, so als Ritual, mir ein Bierchen aufgemacht. Ja, und dann vorm Fernseher gehockt. Das ist einfach kein Leben. Wenn ich jetzt hier so wieder nachher aus dem Wald rausradel und bin dann zu Hause, ich fühle mich dann irgendwie, als wenn ich gerade im Urlaub gewesen wäre. Und das ist das. Konnte ja nicht ewig halten. Also, das ist, was ich dazu sagen wollte, war, dass die einfachsten Freuden die besten sind. So. Ich zeige euch jetzt noch einmal eine Rundumschwenke von dem Platz, wo ich mich befinde. Das ist wirklich ein sehr schöner Ort. Vielen Dank fürs Zusehen. Bewertung, Kommentare. Wird natürlich gerne gesehen. Subscribe auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut.